Das hier habe ich noch nicht gemacht. Auf geht's! Sparen an allen Ecken und Enden. Erreiche das Ziel, doch Achtung, dein Tinten... Oh, die gab's in der Octo-Expansion auch. Die Missionen, wo man die Tinte nicht wieder auffüllen kann. Die sind ganz schön herausfordernd zum Teil. Okay, was habe ich denn hier für eine Waffe? Den Blaster. Und sonst nichts. Das Witzige ist, der Blaster verbraucht ja auch noch schön viel Tinte. Dann will ich mal. So was, du kannst hier wohl deine Tinte nicht auffüllen. Mhm. Hast du gehört? Besser keine Tinte verschwenden. Seht ihr, wie viel das verbraucht? Uncool. Was passiert wohl, wenn man auf den Rollfärber in der Mitte schießt? Tintenfontäne gesichtet, direkt vor dir. Ja, da muss man sich die Umgebung zunutze machen. Sonst hat man am Ende nicht mehr genug. Das sind eine Menge Schalter. Ich sehe schon. Wird nicht leicht, die alle einzufärben. Da muss man strategisch vorgehen. Mal angenommen, ich würde den unten links aktivieren. Dann hätte ich, glaube ich, schon mal einen ziemlich... Ne, den oben rechts. Wenn ich den abschieße, dann müsste eigentlich alles von selbst in Gang gehen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Please, funktioniere. Ja, ja. Perfekt. Und man kann ihm sogar noch hinterher. 2 Zentimeter weit. Mehr Gegner? Bam. Volltreffer. Es kann sogar sein, dass man instant gekillt wird, sobald der Tintentank leer ist. War das? Das war nicht die richtige Stelle. Das war nicht die richtige Stelle. Ich hätte ihn weiter hinten abschießen müssen, da wo die Kiste ist. Ja. Na gut, dann habe ich jetzt einen Schuss verschwendet. Ich hoffe, das Spiel ist nicht so gemein und lässt mich deswegen abkratzen. Juhu! Hier ist wieder so ein Rollo, der gut getimed sein will. Folge dem Rollfärber! Ich tu's! Ich glaube, ich hab's geschafft. Ja, gut. Aber hier muss man noch einen Schuss übrig haben. Oh, yes, ey. Das ist doch noch knapp geworden. Aber coole Sache. Erstabschluss, Bonus. Es macht viel zu viel Spaß, ist verboten. Perfekt, dafür kriege ich meinen, was ist das eigentlich überhaupt, ein Stempel oder ein Sticker? Ein Tattoo? Das kostet 2000 ins nächste Gebiet zu wechseln. Dann machen wir das mal noch nicht. Mhm. Das reicht nicht. Machen wir erstmal die Grütze hier weg. Ah, das ist auch schon bis hierher geschafft. Je mehr Flauschkerne und Flauschplasma du zerstörst, desto mehr verfüllt sich deine Punkteleiste. Gut zu wissen. Abgesehen davon, dass ich sowieso irgendwo welche herkriege. Oha! Das liegt einfach auf dem Weg rum. Dann gucken wir mal, ob ich genug habe. Ich habe nämlich 4. Ne, 2. 2 Anchovy. Und das ist nicht genug, um die mittleren freizuschalten. Das hier allerdings könnte ich nehmen. Oder das hier unten. Klecksbomben. Ich weiß nicht, was der Unterschied zu den normalen Bomben ist. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal. Was muss ich dafür drücken? Moment, bin ich bescheuert? Ich habe 2 Anchovium und 1 brauche ich, um das freizuschalten. Ah, oh, jetzt habe ich es begriffen. Man muss das hier erst freischalten, bevor man das hier freischalten kann, oder? Aber weil ich das noch nicht freischalten kann, weil ich nicht genug Anchovium habe, funktioniert es nicht. Okay. So, hätten wir das auch aus dem Weg, dann ist hier einfach noch ein Level. Fangen wir mal damit an. Kimmel, Korn, kaputt. Zerstöre alle Zielscheiben und erreiche das Ziel. Da sind 2 Waffen abgebildet, die mir überhaupt nichts sagen.
Das will was heißen. Schwapper? Ach, ist das tatsächlich? Und das hier? Nautilus 47. Diese Splatling-Waffe kann schon während des Feuerns wieder für die nächste Salve warmlaufen. Klingt cool. Aber ich glaube, für Zielscheiben ist der Platscher am besten geeignet, weil der halt so einen geraden Schuss abgibt. Mit wenig Streuung. Probieren wir es mal damit. Mhm. Ich sehe schon, was hier auf mich zukommt. Ja. Du hast damit eine Surfschiene erschaffen. Spring drauf. Whee! Hieß es, ich muss alle Kisten zerstören, sonst bin ich hier direkt geliefert? Das ist quasi 1:1 eines der Level aus der Octo Expansion. Juhu! Oh, ich hätte springen müssen. Ich dachte, mein Schädel ist größer, da bin ich noch Toadette gewohnt. Moment, die fangen an zu fahren. Take that. Ein bisschen Tinte aufpowern. Ah, ich hätte gar nicht aussteigen müssen. Kriegt man Geschenk. Wie nett. Aha. Bisher ist es noch easy. Weiß nicht, ob sich das noch ändert. Hier zum Beispiel. Aber dadurch, dass die mitfahren, ist es relativ fair. Ah, kommt drauf an, wo sie hinfahren, ne? Und da ist eine Kiste, die mehr aushält. Oh, come on! Ja, das war zu spät! Man muss alle Kisten treffen, sonst wird der Weg nicht fortgesetzt. Und man fällt in den Abgrund. Ja, die Kiste hat mich überrascht, ne? Die da auf einmal den Hulk auspackt. Ugh. Das Wichtigste ist halt auch, dass man immer die richtigen Stellen findet, um die Tinte wieder aufzuladen. Und nicht auf einmal mit leeren Händen dasteht. Ist aber auch echt nicht easy, hier zu treffen. Okay, diesmal. Aber knapp. Nach wie vor. Das war's, du hast es geschafft. Na gut, das ist ja ein persönliches Ende. Aber hey, einmal verkackt. Sowas macht aber auch mega Laune. Man renkt sich zwar fast die Handgelenke aus bei dem Versuch, die Dinger zu treffen, aber trotzdem. Da habe ich sogar irgendwie Bock drauf, das nochmal zu machen. Vor allem mit dem Schwapper stelle ich mir das kompliziert vor. Und die andere Waffe, die ich noch nie gespielt habe. So eine Art Splatling mit Insta-Aufladung oder was hieß es nochmal? Was haben wir denn hier noch? Hier ist der Kern. 200 nur? 4000! Was für den Spind? Diese ganzen Gegenstände, ich kann mir nicht erklären, was die darstellen sollen. Hast du was gefunden? Mhm. Ah ja, natürlich. So, wo gibt's noch Level? Ich brauche mehr davon. Da oben, dieser grüne Pfeil, ist auf jeden Fall noch eins. Aber man muss die ja erstmal finden, vorher werden sie einem auf der Karte nicht angezeigt. Erkundung ist key. Da ist noch ein Ei. Ein Kern. Kein Ei. Daneben? Muss man auch erstmal hinkriegen. Aha, hier ist so ein Teil. Und ich habe eins gefunden. Gehen wir direkt mal rein. Ja. Lauf ins Leere, leicht gemacht. Finde durch das Labyrinth und erreiche das Ziel. Das klingt so, als könnte man hier abstürzen. Lauf ins Leere. Stell deinen Orientierungssinn unter Beweis und finde den Weg zum Ziel. Punkt 96 Gallen. Dieser Kleckser bietet große Reichweite in Verbindung mit hohem Schaden. Mhm. Und niedriger Schussfrequenz, das sagt er nicht. Damit einen Gegner zu killen, macht auch Laune. Und dann fühlt man sich richtig professionell. Finde durch das Labyrinth. Und ein neuer Soundtrack. Das sieht aus wie Shy Guys. So ein bisschen. Und die sagen auch nichts. Tja, Sackgasse. Moment, kann man hier cheaten? Und einfach auf das... Oh, hi! Jemand versucht es zu verhindern.
Ei anders stehen. Trotzdem, ich könnte ihn einfach vernichten. Es sei denn, er ist unverwundbar aus irgendeinem Grund. Ist er nicht. Dann hat sich das wohl erledigt. Hier will man ja in die Sackgassen laufen. Da sind bestimmt die ganzen Goodies. Ja. Natürlich verstecken sie sich hinter den Wänden. Ich glaube, das da drüben war der Ausgang, aber wie gesagt, lohnt sich ja jetzt nicht, da hinzugehen schon. Ich bin froh, dass ich den Sniper-Typ gekillt habe. Der hätte mich jetzt hier nur genervt. So, lauf ins Leere. So sieht's aus. Wie komme ich denn da ran? Oh. Ich bin immer irritiert, wenn ich meinen Salmini-Freund nicht dabei habe. Diese, diese Fehlermeldungen, die da einfach in der Luft schweben. Die gab es in einem anderen Level auch schon mal, aber die sind mir gar nicht aufgefallen. Erst hinterher in der Bearbeitung. Nettes Detail. Mhm. Was ist das, der Weg? Ich meine, es ist ein Labyrinth, ne? Es ist kein Wunder, dass ich Probleme habe, den Weg zu finden. Trotzdem. Hätte mich jetzt schon mal interessiert. Vielleicht erscheint da ja auch noch was. Ich könnte es mir vorstellen. Hepper. Wieso ist man in der Luft eigentlich so langsam und verliert sein komplettes Momentum? Ja, selbst wenn man aus dem Schwimmen heraus springt, dann macht man nur so einen lächerlichen Sprung. Wow, wow, wow. Na, schön abgelenkt. Ne, hat nicht gereicht. Will nicht. Okay, dann halt mit Gewalt. Ne? Dann eben mit Gewalt. So, jetzt habe ich es hierhin geschafft. Und eine komische Box gefunden. Das ganze Labyrinth bewegt sich. Oh, cool. Und so kommt man jetzt auch an die Eier ran. Du musst jetzt also wieder den ganzen Weg nach oben schwimmen? Den ganzen Weg? Sieht so aus. Das ist ja mal eine nice Idee. Und hier kann ich noch nicht mal schwimmen. Jetzt habe ich auch keine Möglichkeit mehr, diese Kiste da zu öffnen. Aber ich nehme an, sie ist nur für Eier. Mhm. Yep. Gut, dass ich schon mal ein bisschen was eingefärbt habe auf dem Weg hierher. Außer die Grütze. Das ist genau da, wo es am ungünstigsten ist, ist der Gegnerfleck. Eier, ich komme. Nice. Und das hier stellt was genau da? Ich meine, es ist hübsch, ja. Wie so eine Deko. Papierdeko. Hm? Und jetzt wird das sogar noch zu einer Platte. Das ist echt clever gemacht. Ich will darüber in einem nicht wieder runterfallen. Das ist der Vorteil von der Gallen. Mit anderen Waffen könnte man nicht so hoch schießen. Komm ich vielleicht doch noch irgendwie an die eine Kiste ran da, die ich ausgelassen habe? Das wäre sehr fantastisch. Ist auch super witzig. Ich finde, wenn das so ist, aufgestellt, dann verliert man viel weniger die Orientierung, als wenn das jetzt, naja, normal ist. Liegt das irgendwie daran, wie das menschliche Gehirn funktioniert? Oder geht das nur mir so? Autsch! Ich habe mir die Rübe angehauen. Ich will weiter nach oben. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Obwohl doch, das ist tatsächlich ein Loch hier. Ich dachte, ich wäre schon wieder super cool gewesen und nehme den optionalen Weg über das Ding. Dabei ist es Pflicht. Das kann man nicht lesen, oder? Es sieht ein bisschen aus wie Japanisch, aber es ist die Inkling-Sprache oder Schrift. So, was habe ich denn dann eigentlich falsch gemacht? Da geht's ja gar nirgendwo hin. Habe ich irgendwas von Orientierung noch gerade erzählt? Ich nehme es zurück. Hier bin ich nicht verkehrt. Das sieht gut aus. Wow! Oh, das ist das Ziel. Gut geschwommen und geklommen. Das Ziel kann kommen. Das ist so gut. Was habe ich da eigentlich am Ohr? Ist das ein Ohrring oder ein Kommunikationsgerät? Mayday, Mayday.
Her mit dem Stempel und den Milliarden von Eiern. Könnte ich eigentlich ein paar wegsnacken mal, wenn ich so viele davon habe. Ich sehe Secrets und das nicht gerade wenig davon. Mhm. Und weg ist es. Salmini will dir was sagen. Dankeschön. Habe ich gerade eben noch hingeschossen? Aber ohne Salmini geht's wohl nicht. Juhu. Hier haben sie aber richtig vollgepackt. Ich meine, das meiste sind nur Eier, ja, okay. Okay. Ihr könnt mir übrigens gerne mal sagen, was es mit diesen Schallplatten auf sich hat. Ob die jetzt die Musik hier verändern, weil ich... Ich habe irgendwie schon das Gefühl, einen Unterschied zu hören. Gleichzeitig ist der so gering, dass ich mir nicht sicher bin. Komm schon. Dass jedes Mal, wenn man zwei Knöpfe gleichzeitig drücken muss, schaltet mein Hirn manchmal aus. Das reicht nicht. Das ist schade. Dann hole ich mir eben das. Hm? Fischeier kann man nie genug haben. Genauso wenig wie Likes und Kommentare, also... Immer her damit. Ein Stück Spinndeko. Ah, das ist der Denker. Wer hat die nochmal gemacht? Die Denkerstatue? Irgendjemand Bekanntes. Michelangelo oder so. Und nein, nicht der Ninja Turtle. So, was ist das hier jetzt eigentlich für eine Sackgasse? Ich komme mir verarscht vor. Mehr Flauschis zerstören. Wir wissen immer noch nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass die Gegend hier so zerstört ist. Schöner Shortcut zurück. Hm. Da drüben ist noch so ein fetter Kern. Heppa. Wo gibt's denn hier noch Level? Gib mir mehr Level! Ich will Spaß. Der gehört wohl da oben hin. Aber hier war ich schon mal. Oh, der ist so weit weg. Hat gereicht. Sehr cool. Dein Salmini hat schon wieder was gefunden. Hm? Vielleicht muss ich ja doch nochmal nach oben gehen. Und hier unten gibt es gar keine Level mehr. Ja, das mit dem Ballon... Also der hier, im ersten Gebiet, das war natürlich auch nur so ein Tutorial. Das ist normalerweise nicht so einfach, den zu folgen. Da ist was! Das war gut versteckt. Schau und schalte. Aktiviere die Schalter und erreiche das Ziel. Oh, das Signal ist weg. Da ist es wieder. Hier ist ein gutes Auge gefragt, um das Ziel zu erreichen. Finde und aktiviere sämtliche versteckten Schalter. Profi-Kleckser, diese Waffe bietet hohe Reichweite. Achte stets auf deinen Tintenvorrat. Hm, habe ich glaube ich auch mal eine Weile gespielt. Weil ich mag wirklich die Kombination aus Reichweite und Schussfrequenz. Okay. Ich halte die Augen offen nach Schaltern. Hier ist schon mal keiner. Voll die Chill-Musik. Mhm. Komm zurück, Fischeierkonserve. Nein! Sie war mein bester Freund. Der ganze Block ist einfach abgedüst. Ist das ein Loch? Hm. Checkpoint, das ging ja schnell. Ah, und vor allem hat die richtig Power, ne, die Waffe. Die haut rein. Aha, wenn man diese Schalter einfährt, bewegen sich die Blöcke also zu den anderen. Die brauchen also nur einen kleinen Anreiz, dann werden sie sozial aktiv. Refresh. Ihr müsst echt an euren Zielfertigkeiten arbeiten, Leute. Was habe ich denn? Die Dreiecksbombe? Bam! Komme ich da ran? Bringt nur leider nichts. Hier ist so ein Block hin. Das heißt, ich muss den kompletten Turm aufbauen? Bin ich ja mindestens 3 Jahre beschäftigt. Und sie haben es auch so gemacht, dass man mit denen nicht mitfahren kann. Obwohl,
Stellt euch mal vor, es interessiert mich mal, wo der hingeht. Ja, okay, ganz nach unten. Aber wenn er jetzt ganz nach oben gegangen wäre, wo man hätte sich auf den taximäßig draufgestellt. Die Musik im Story-Modus ist ja normalerweise immer komplett verrückt, deswegen ist das eine schöne Abwechslung, mal so einen ruhigen Track zu hören. Sehr schön. Da sind noch mehr. Gut, dass ich mal einen Blick nach oben gemacht habe. Gegner's? Nice. Die sind nur so alibi-mäßig da. Mhm. Das sind zwei. Uncool. Das ist die etwas stärkere Variante. Vor denen muss man sich schon in Acht nehmen. Also jetzt nicht von einem Einzelnen, aber wenn die in der Gruppe auftreten, die sind nicht ganz so dumm wie die Goombas. Das sind dann schon eher Koopas. Hi, Splatling-Mensch. Kann ich den irgendwie aus dem Hinterhalt angreifen? Glaubt nicht. Achtung. Oh, es reicht nicht. Egal, er hat sich sowieso verausgabt. Dachte, das war's. Wo soll denn hier noch einer stecken? Ja. So ein Hinweis darauf, dass ich einen ausgelassen habe. Oder es ist nur ein Trick. Nein, es ist kein Trick. Ich muss tatsächlich noch einen finden. Auf der anderen Seite da drüben habe ich nicht nach oben geguckt. Könnte also sein, dass ich da einen übersehen habe. Aber nein. Wow, ich war echt noch mal 2-3 Minuten am Suchen, ne? Hab den nicht gesehen. Das waren jetzt alle? Ich hoffe es doch. Dadurch wird auch die Brücke ausgefahren und man kommt endlich darüber. Der war aber schon gut versteckt. Die Rolle ist aktiv. Muss gar nichts mehr machen. Richtig, halte beim Hochspringen an einer Wand B gedrückt und lass los. Und lass los. Das ist aber neu, oder? Dass man so einen Super Swim aufladen kann. Weil ich habe bisher immer B gemasht, einfach nur. Aber jetzt kann man hier zack und dann schwimmt man schnell. Gefällt mir. Lohnt sich aber wahrscheinlich im Multiplayer nicht, ne? Da gibt es nicht so hohe Wände. Für gewöhnlich. So, was macht die Zeit? Na, ich glaube, wir hätten noch ein bisschen. Vielleicht ein Level noch. Es ist sehr leicht, hier die Zeit zu vergessen, wenn man zu viel Entertainment geboten kriegt. Hier ist Flausch. Laufen wir direkt mal rein. Keine gute Idee. Mehr Kerne. Ich will Kerne zerstören. So einen richtigen Hass auf die. Weil sie mich hässlich machen, wenn ich in sie reinlaufe. Was gibt's Schlimmeres? Okay. Gucke ich mir gleich an. Vorher werfe ich hier noch eins hin. Na. Wieder mal daneben. Mhm. Und ist das da oben schon das letzte Level? Das ist der letzte Pfeil, der mir angezeigt wird. Und er ist gelb. Sieht man das im Menü, ob man irgendwie gut dabei ist? Kesselanzeige aus, das will ich ja nicht. Nee, das ist keine vollständige Auflistung. Es sei denn, es gibt in jedem genau 10. Aber davon würde ich jetzt mal nicht unbedingt ausgehen. Jetzt habe ich ihn weggeschmissen. Gerade wollte er mir ein Geheimnis offenbaren. Oh, wie schön. Inklinge und... wie cool sieht das denn aus? Dieser Comicstrip. Inklinge und Oktolinge in Splatsville schätzen ein gewisses Maß an dargestellter Aggressivität zur Einfindung in soziale Umfelder. Jugendliche bevorzugen oft Kleidung bestimmter Milieus und messen sich regelmäßig in etablierten Dominanzritualen. Zu denen wir auch gehören. Ich würde zu gerne wissen, was da steht.
Das muss mal jemand übersetzen, der Inklingisch kann. So, hier ist noch was. Mhm. Schon wieder Musik. Sehr schön. Die Sache ist halt die, ne? Wenn das da oben ein Boss sein sollte und ich gehe irgendwie davon aus, dann würde ich den ungern jetzt noch machen. Sondern den lieber an den Anfang des nächsten Parts verschieben. Deswegen mache ich jetzt noch ein paar Kerne kaputt. Das kann ich am besten. Vorausgesetzt, ich komme an sie ran. Oh, der stellt sich aber auch an, ne? Der stellt sich aber auch an. So. Mhm. Moment. Ach nee, das habe ich schon gemacht. Schade. Schade. Schokolade. Und jetzt bin ich wieder auf dem alten Pfad. So kommt man allerdings an dieses Anchovium. Endlich. Jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich 3. Jetzt kann ich meine Upgrades machen. Wäre es dann am besten, das hier als erst, wenn ich da oben hin will, dann wäre es am besten, ich mach das hier frei, ne? Ja, eigentlich ist es ja auch egal. Letztendlich schalte ich sowieso alles frei wahrscheinlich. Der Salmini-Tintensparer. Der Einsatz deines Salminis verbraucht weniger Tinte. Klingt gut. Immer her damit. Mhm. Dann haben wir die Tintentoleranz nochmal. Die Verlangsamung bei Bewegen in Tinte gegnerischer Farbe noch weiter verringert. Auch das hätte ich gern. Und hier komme ich dann auch erst wieder ran, wenn ich sowohl das hier und das hier freigeschaltet habe. So viel habe ich jetzt kapiert. Aber da ich jetzt kein Anchovium mehr habe, war es das fürs erste Mal. Ist in Ordnung. Mhm. Da unten ist noch Flausch. Wie komme ich denn an den ran? Der versteckt sich. Aber man kann hier durchdroppen. Ha! Mhm, da gibt es schon wieder Neues. Wieso wird das jedes Mal angezeigt? Ich meine, ja, ist in Ordnung. Ich habe ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis, aber nicht ganz so schlecht. Booster! So, Leute, ich glaube, ich muss das. Es lohnt sich nicht, das noch weiter hinaus zu zögern. Ich beende den Part an dieser Stelle und beim nächsten Mal sehen wir uns dann da oben wieder. Da ist auch das Signal. Das wird spannend. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.